Lalalalala. Heute ist ein schöner Tag zum Jagen. Ich hoffe, die Naturschützer machen uns nicht wieder einen Strich durch die Rechnung. Oh ja, ich hoffe, wir haben heute mal mehr Glück. Und damit herzlich willkommen bei Pandino und unserem Unboxing vom Playmobil Wildlife Schlauchboot. Und wow, ist das ein cooles Teil! Ich habe mich ja direkt darin verliebt. Nicht nur wegen dem Schlauchboot, auch wegen dem ganzen Thema. Ich zum Beispiel finde das Wildlife-Thema richtig toll. Und ich finde, dazu gibt es unheimlich schöne und auch abwechslungsreiche und innovative Spielzeuge. Das ist mir zumindest bisher aufgefallen von dieser Reihe Wildlife. Und auch das hier finde ich echt klasse gemacht. Nicht mal nur, dass das Schlauchboot extrem gut aussieht, auch vor allem mit diesem kleinen Motor da hinten dran so, sondern auch die Wilderer hier, die beiden, die sehen ziemlich cool aus. Dazu gibt es einen Haufen cooler Tiere, wie zum Beispiel die Otter und noch einige andere coole Ausrüstungsgegenstände, die ja natürlich auch alle drin sind. Und die schauen wir uns gleich mal zusammen an. Hier haben wir jetzt aber erstmal das Schlauchboot, beziehungsweise ein Schlauchboot. Ist es, ja doch, ist es ein Schlauchboot. Es ist ein Schlauchboot mit Motor. So, darum wollte ich gerade sagen Motorboot, aber ich glaube, das nennt man dann doch Schlauchboot mit Motor, sagen wir mal so. Wie auch immer, auf jeden Fall kommt an das Schlauchboot mit Motor jetzt hier unten noch die Abdeckung dran. So, einmal kräftig klipsen und dann ist das schon fertig. Es ist jetzt absolut schwimmbereit, aber es kann leider nur gerade ausfahren, Freunde. Und darum machen wir mal hier fix ein Lenkrad dran. Ja, auch muss man auch einfach nur von oben so ein bisschen reindrücken, damit das einklackt. Und gleichzeitig hier noch diesen Wind bzw. auch Sichtschutz draufsetzen. Denn wir wollen ja nicht, dass uns hier beim Fahren durch den Sumpf die ganze Zeit hier die Fliegen ins Gesicht klatschen, oder? Darum macht das schon Sinn. Und hier haben wir jetzt den Motor. Und schaut euch den mal an, der ist so cool, der ist so wirklich realitätsecht. Und ich finde den einfach nur klasse. Und den basteln wir jetzt gleich noch dran. Hier unten eben noch der Propeller. So, beziehungsweise die Schraube, muss ich ja sagen. Wir sind ja bei einem Schiff. Die Schraube dran. Und noch eine Befestigung. Und dann kommt er hinten an das Schlauchboot. Und ich kann euch schon mal sagen, so ein Motorboot, beziehungsweise ein Schlauchboot mit Motor zu fahren, macht auf jeden Fall mal richtig Spaß. Ich habe es schon mal gemacht. Und deshalb habe ich mich auch, wie gesagt, sofort in dieses Schlauchboot verliebt, als ich das gesehen habe. Na gut, das Schlauchboot ist soweit fertig. Und wir kommen mal zur ersten Dekoration. Und zwar ist das diese kleine Mini-Insel, ich sag mal, kleine Grünfläche. Und da kommt jetzt so ein wenig Schilf dran. Hier so ein kleiner Strauch, beziehungsweise erstmal der Strauch. Und gleich kommt auch noch Schilf dran, so ein langer, ich weiß gar nicht, heißt das Rohrschilf, das hier? Ich kann mich da noch von früher erinnern, aus dem Biologieunterricht in der Schule. Aber den Namen kenne ich jetzt auch nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, ich nenne es jetzt mal Rohrschilf. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr stylisch aus. Das packen wir ja noch zu. Und dazu packe ich euch auch noch alles weitere, was es gibt. Zum Beispiel eine Ente, diese zwei Otter, Fische, die zwei Wilderer natürlich, mit Netz und Flinte und noch einen Kasten. La 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 la. Heute ist ein schöner Tag zum Jagen. Ich hoffe, die Naturschützer machen uns nicht wieder einen Strich durch die Rechnung. Oh ja, ich hoffe, wir haben heute mal mehr Glück. Schau mal da drüben, Otter! Stopp, 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 hier sind sie. Halt an, ruhig. Treffer! Jetzt haben wir euch! Hey, was war das? Hast du das gehört? Schnell weg! Die Naturschützer kommen! Keine Angst, wir nehmen euch das Netz ab. Och Gottchen. Danke, ihr habt uns gerettet.